Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Victoria 3 mit unserem Waldeck-Spielstand. Ja, unser dürres Würmchen, was sich hier so ein bisschen durch die Landschaft frisst. Wir haben eigentlich noch 4 Jahre, bis wir Krieg gegen Preußen führen wollen. Aber aktuell ist es ferner denn je. Was läuft denn ab, wenn ich rein theoretisch mal überlegen? Wir würden Krieg führen und zwar hier unten. Russland. Russland wäre dabei. Mag uns Russland nicht? Oder wieso? Warte mal, Beziehung verbessern. Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal. Mal die Großen alle. Unseren Freund auch. Preußen. Preußen, Preußen, Preußen. Du gehst mir auf den Keks. Da ist Preußen. 232 Truppen. Wie schafft er das zu finanzieren, ey? Krass. Waffen, Hartholz, normales Holz. Wir haben wieder ganz, ganz viele Holzprobleme. Sind hier denn die Sachen alle umgestellt worden? Nee, ne? Nee, die sind schon alle auf Holz gestellt. Habe ich einen eigenen Markt? Nee. Es gibt einen bayerischen, es gibt einen preußischen Markt. Tja. Ich muss noch ein bisschen untersuchen, woran es liegt. Die Infrastruktur hier oben habe ich ausreichend. Deswegen würde ich jetzt hier 2 weitere Regierungsverwaltungen bauen. So. Holz fehlt an allen Enden und Kanten. Wo kann ich Holz bauen? Da kann ich Holz ausbauen. Kann ich hier noch Holz bauen? Hier kann ich Holz bauen. Sollte ich das? Sollte ich das, ist die Frage. Hier kann ich Holz bauen. Kann ich hier noch Holz ausbauen? Nein, Holz ist schon Maximum. Holz ist hier auch das Maximum. Das heißt, ich könnte nur noch hier Holz ausbauen. Oder in den Kolonien. Aber wie viel Holz kann ich da? 10. Geil. 16. Let's fucking go. Sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Das ist alles Südkamerun jetzt. Wird Holz in Südkamerun ausgebaut. Und zwar massenweise. 1 Jahr lang Holz bauen. Temporäre Nationaleinnahmen 21k. 39k im Minus. Zusätzliche Ausgaben. Was sind denn zusätzliche Ausgaben? Durch Ausgaben. Ah, okay, durch Eventausgaben sind das. Subventionen. Was wird denn subventioniert hier? Ich will nichts subventionieren. Gebäude? Staatlich. Nix da. Ländlich? Mhm. So, immer noch 1700 Subventionen. Irgendwo habe ich Subventionen übersehen dann. Müssen wir die auch wohl finden. Da waren sie wahrscheinlich, die 1700. Ja. 13.000 Zinsen. Tja. Das hier und das hier wird eingesetzt, damit die nicht normal rebellieren im Süden. Habe ich doch zu wenig Infrastruktur hier unten. Wieso das denn? Hm.
Wein. Gut, dass ich endlich selber Wein. Denk mal an Herzog Georg. Interessengruppe. Prozent mehr Prestige, das nehmen wir gerne mit. So. Oh, warum sind jetzt... Ah, guck mal, die temporären nationalen Einnahmen wurden erhöht. Das deckt nämlich die Baukosten aktuell. Trotzdem sind wir immer noch im Minus. Das ist scheiße. So. Kooperiert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Handelsrouten zaubern können. Naja, irgendwelche rentableren Handelsrouten. Es ist offenbar Holz kein Mangel mehr. Einen eigenen Markt zu haben wäre so viel schöner. Hier unten schauen wir mal nach, was ist denn, wenn ich hier... Ach, hier bin ich schon auf Bretterproduktion. Und wenn ich hier auf Bretter umstelle... Schon besser. Dann brauche ich gar nicht so viel Holz bauen. Dreimal Holz reicht dann. Das heißt, die nächste Produktion oder das nächste Mangel, was wir haben, ist Tabak, Tee, Papier, Lebensmittel. Gehen wir mal nach. Sprengstoff fehlt uns. Das heißt, wie gesagt, wir müssen ja Waffen herstellen unbedingt. Mehr Waffen. Und wir wollen unbedingt mehr Blei. Brauchen wir auch. Gut, dann können wir hier anfangen mit Blei. Sagen nämlich, 1, 2, 3 Bleiminen werden hier gebaut. Dann möchte ich Waffenproduktionen haben. Und zwar, ich brauche Munition und Chemie. 3-mal Chemie möchte ich hier haben. Und Munition möchte ich auch hier haben. 3-mal. Hier habe ich schon zu wenig Infrastruktur. Da bringt es also nichts, noch mehr zu machen. Hier sollten wir vielleicht den Infrastrukturerlass mit reindrücken. Das heißt, irgendwo nochmal ein Etat kürzen. Und dafür die Infrastruktur verbessern. Hier möchte ich Waffenfabriken bauen. 6. Also 7 insgesamt, aber 8 insgesamt möchte ich haben. Genau. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine ordentliche Bauliste hier von 3 Jahren. Von 3 Jahren. Also wir wurden leider durch den Sezessionskrieg ein Jahr zurückgeworfen. Wie gesagt, wir wollen jetzt doch noch mal was exportieren. Was habe ich denn hier? Staatsabzüge durch Aufruhr. Das ist doch schon interessant. Durch Wohlstand. Das wollen wir auf jeden Fall mitgehen. Verkauft können Schwefel. Habe ich Schwefel? Hier habe ich Schwefel. Schwefel sollte verkauft werden. Ja, wobei, ich habe Baubald Dünger. Dementsprechend hat sich das erledigt. Clipper, Tuche, Fleisch. Ja gut, alles ist nur so minimal im Minus, ne? Dementsprechend ist das egal. Nee, ist das egal. Fortschrittspartei. Ja. Die soll mal Stimmen kriegen. 30% mehr, das ist geil. Holz ist auf dem Markt wieder teurer geworden. Warum schwankt das so sehr? Alter Schwede, was macht ihr denn? Muss ich doch meine Holzproduktion hier oben hochfahren? Ist das bescheuert?
So. Weil die Baukosten dann auch exorbitant hoch sind, ne? Eisen und Holz. Ist Eisen auch so teuer? Gerade? So, ist Eisen denn gerade auch so teuer? Ich muss die ganze Produktion wieder umstellen. Ah, okay. Moment. Gebäude ländlich. Wahrscheinlich ist jetzt der Dünger mega teuer auch geworden. Das sind. Sehr gut. Haben wir noch Produktionen, die umgestellt werden müssen? Nee, städtische Produktion, die umgestellt werden müssen. Gewehre. Das macht dann. Handfeuerwaffen mehr. Kostet aber Stahl. Stahl habe ich genug. Hartholz haben wir aber Mangel. Das ist aber halb so wild. Da kümmern wir uns drum. Stadtzentren. Marktplätze. Gaslaternen. Holz ist teuer. Glas sieht aber gut aus. Realismus kann ich einsetzen. Akademiker. Habe ich noch was übersehen, was ich umstellen möchte? Chemie. Verbesserter Dünger. Und hier Sprengstoff soll hergestellt werden. Papier. Färbmittel werden knapp dadurch. Stahlwerkzeug, Kristallglas. Da könnte ich noch für Holz gehen. Aber Holz kriege ich ja mehr jetzt bald. Das ist gut. Nähmaschinen. Das ist das Färbemittel, was dann wieder fehlt. Aber es ist gut. Ja. Das heißt, wir brauchen auch Färbemittel wieder. Inkorporieren könnten wir die Staaten hier unten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewohner ich hier habe. 2,36, die aktuell keine Steuern zahlen. Die müsste ich aber alle verwalten. Meine Zinsen machen mir echt zu schaffen. Aber die Holzproduktion läuft dann hier an. Das ist das Gute. Ich verstehe nicht, warum ich so wenig Holz habe in der Heimat, ey. So, konservative Partei. 10% mehr Prestige haben wir jetzt. 17.000 im Minus zu sein, ist halt wieder so dermaßen unangenehm. Wie gesagt, wir probieren die Baukosten jetzt auch runterzukriegen, ne? Holz. Holz, Holz, Holz. Alle 7 Wochen, alle 6 Wochen wird eine Produktion fertig. Mal rauszoomen so ein bisschen und mal uns die Welt angucken, wie sie ausschaut. Der Österreicher ist auch hier in Afrika unterwegs. Weitere Kolonien. Preußen, 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 du gehst mir auf den Keks. Wir haben nur noch 2 Jahre, bis ich Krieg führen würde gegen dich. Aber dann werden wir mit unserer Produktion nicht mehr fertig sein. In 2 Jahren haben wir gerade mal unsere Waffenfabriken angefangen zu bauen. Ja, 132 Wochen. Ein Jahr hat 52 Wochen, das heißt 104 Wochen. Wo ist denn die 104. Woche? Da. Da haben wir schon ein paar Waffenfabriken. Das wird nicht ausreichen.
Geschweige denn, dass ich bisher genug Eisen produziere, um das alles zu machen, was ich hier gerade vorhabe. Das bezweifle ich mich auch noch. Dass ich nämlich dazukomme. Ich brauche noch richtig viel Eisen und so. Trotz steigender Zinsen schaffen wir es aber immer noch, Geld, mehr Geld einzunehmen. Immer produktiver zu werden. BPM von 30 Millionen habe ich jetzt. Wie sieht es bei dir aus? Preußen. Ich habe mich jetzt inzwischen überholt. Also die Einwohneranzahl geht nicht. Aber was meine Produktion angeht, habe ich dich bei weitem überholt schon. Aber ich verstehe nicht ganz genau, warum ich so dermaßen verschuldet bin. Ob es sinnvoller wäre, irgendwann einfach mal bankrott zu gehen, um so ein Reset zu machen. Aber ich war für 5 Jahre kegle ich mich dann ganz raus. Also die ersten 14 Jahre im Spiel bis 850 liefen wie geschmiert. Und die letzten 8 Jahre waren jetzt voller Entbehrungen. Also die goldene Epoche von Waldeck wird leider durch diese schwierige Zeit etwas ausgebremst. Das mit den Motoren ist natürlich doof, aber wir brauchen Motoren. Baut Motoren. Stahl ist teuer. Eisen ist günstig bisher. Kohle ist auch einigermaßen teuer. Stahl ist aber teuer. Das heißt, wir werden hier unten Stahlwerke bauen müssen. Dringend Stahlwerke bauen müssen. Blei kommt auf den Markt. Ist Blei denn teuer? Blei ist auch teuer. Okay, sehr gut. Dadurch, dass wir mehr Blei produzieren. Sprengstoff haben wir noch nicht. Jetzt werden die ersten Chemiefabriken gebaut in Baden. Also der Süden ist mal ein richtiges Powerhouse hier unten auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Bruttoinlandsprodukt trägt 25% des Bruttoinlandsproduktes. Der ist 16%. 15, 11, 9, 1% gerade mal. Also der hier unten macht, also Württemberg ist absolut wichtig für mich. Absolut wichtig. Wenn der Süden wegfällt, also der Süden ist halt wirklich das richtige Powerhouse. Wenn der wegfällt, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir damit gar nicht mehr hinterher. Deswegen war der Bürgerkrieg auch so ein harter Schlag ins Gesicht. Mit den Finanzen auch. 5 Millionen Schulden, ey. Wie gern würde ich jetzt kommen, dass irgendwie, keine Ahnung, die USA kommen oder sowas und mir diese 5 Millionen Schulden erlassen. Das wäre ein einziger Segen. 100.000 wenden wir inzwischen auf. Regierungsgehälter minus 44. Bau sieht gut aus. Dynamit kommt. Was brauchen wir denn? Gummikram ist noch interessant. Wie sieht es beim Militär aus? Ja, wir müssten hier eigentlich Einberufung stellen und elektrischer Treff, Telegraf brauche ich auch noch. Unbedingt. Repetiergewehre. Das ist auch wichtig. 3 Jahre dauert das nur. Weißt du was? Das forschen wir. Repetiergewehre. Oder 20% einberufbare. Nee, 20% einberufbare Bataillone. Wir brauchen mehr Bataillone, ey. Gegen Preußen werden wir alles aufbieten müssen. Massaischer Aufstand steht bevor. Schicken wir eine Armee runter, die dann die Aufständischen niederschlägt. Ich hoffe, dass wir genug Schwefel haben auch.
für die Produktion. Bedenken und Einwände. Wie geht's denn hier wem von beiden? Gewerkschaften werden immer relevanter. Hm. Intellektuelle. Ganz vergessen, meinem Militär die Finanzierung zu nehmen. Das wäre schon länger im Plus gewesen. Länger deutlich im Plus gewesen. Ich glaube, dass man unsere Armee da unten auch ohne finanzielle Unterstützung geschaffen wird. Zu gewinnen. So, Sprengstoff wird hergestellt. Endlich. Brauche nur die passenden Arbeiter dafür. Ich hoffe, dass genug Arbeiter noch vorhanden sind hier unten. Ja, doch, doch. Doch, doch. Hier oben wird es ein bisschen knapp. Da oben wird es ein bisschen knapp. Schade, dass wir den Krieg gegen Preußen verloren haben. Ey, das ist so bitter gewesen. Ist der schon inkorporiert? Ja. Wird auch inkorporiert. Sehr gut. So, Munition muss hergestellt werden. Ausreichend Munition muss hergestellt werden. Was machen diese Firmen eigentlich? Die machen Dünger, stellen sie her und Sprengstoff. So, und die benötigen Sprengstoff und Blei. Schauen wir doch mal, ob unsere Truppe da unten erfolgreich agiert. Das sieht doch vielversprechend aus. Sehr gut. Welcher General haben wir denn geschickt? Den Sachsen-Altenburg. Ja, darf erneut die Aufständischen niederschlagen. So, hier wird weiter Munition produziert dann. Jetzt sind wir schon bei den Waffen angekommen. Ein Jahr haben wir jetzt noch. 3 Jahre, bis die inkorporiert sind. Und du brauchst noch 25 Monate. Wir sollten vielleicht die 3 Jahre tatsächlich abwarten. Bis die inkorporiert sind, weil dann bekomme ich erst einen Steuern aus diesem Bereich. Was natürlich ein Riesenschritt sein wird. Aber... Sprenggranaten. Noch mehr Munition hergestellt. Ja, die Masai wurden besiegt, würde ich mal behaupten. Gut gemacht. Sachs-Altenburg oder Altenburg-Sachs, wie auch immer. Da werden jetzt die Produktionen durchgeknüppelt hier. Wir könnten 50.000 plus sein, wenn ich mir... Nee, 30.000 plus sein, wenn ich die Baugeschichte ausmachen würde. So. Auch jetzt hier im Kongo noch weitere Kolonien gründen. Es dauert aber irre lange wegen den Malaria. Es dauert da auch irre lange, aber bevor ich gar nichts mache, vielleicht können wir nachher hier noch irgendwo Kolonien gründen, aber da scheint alles kolonisiert zu sein. Wir könnten hier noch gegen die Sokoto kämpfen. Naja, und den Kongo halt irgendwie probieren.
Der Brit hat auch so eine kleine Kolonie hier vorne errichtet. Uah. Mir schaudert es gerade den Rücken runter. Okay, er sieht dann wieder rosig aus. Also, ich würde mal sagen, vor 2 Folgen war es noch ganz schön schwierig. Jetzt, da wir die Maasai besiegt haben, ein weiterer Sieg in den Kolonien für uns. Was haben wir hier? Eine verdiente Beförderung. Generalleutnant. Ja. Nach dem Sieg in den Kolonien wird er befördert. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Und die ersten Munitionsfabriken. Die erste Munitionsfabrik ist fertig. Der eiserne Kanzler. Ein Adliger namens Otto von Bismarck ist in eine prominente Stellung innerhalb einer waldeckischen Interessengruppe Grundbesitzer aufgestiegen. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Er setzt sich für eine nationale Einigkeit und politischen Pragmatismus ein und bietet dem Staat seine Dienste an. Oh. Oh ja. Willkommen. Mittelmacht. Wir sind eine Mittelmacht inzwischen. Wir müssen noch unser Militär ausbauen, dann werden wir eine Großmacht. So, jetzt gilt es so langsam zu schauen. Nicht nur im Militärbereich. 50 ist halt zu wenig. Wir müssen auf 200 kommen. Schiffe fehlen. Artillerie fehlt. Stahl fehlt. Okay, Stahl fehlt. Holz fehlt schon wieder. Bauholz. Und normales Holz auch. Farbe fehlt. Waffen fehlen. Darum wird sich gekümmert. Okay, wir müssen uns um Holz kümmern. Holz und Stahl. Wie viel Infrastruktur habe ich hier noch vor Ort? Was wird hier noch gebaut? Nur noch die beiden. Dann ist die Infrastruktur aufgebraucht. Das heißt, hier brauche ich Stahl. Oder hier werden Waffen gebaut. Ist die Infrastruktur auch weg? Hier oben Stahl zu bauen wäre jetzt hanebüchend. Das machen wir nicht. Sondern wir bauen hier unten bauen wir Stahl. 1, 2, 3, 4 Mal. Haben wir noch ein bisschen Infrastruktur im Petto. So, 4 Mal Stahl. Und Holz war das Problem. Hier fehlen die Arbeiter. Hier sind sie schon fest eingestellt. Hier habe ich noch 11 Mal Holz. Die 11 Holz könnten wir uns auf jeden Fall, oder die 11 Holz sind auf jeden Fall schon mal sehr gut. Holz ist auf jeden Fall wichtig. Wichtiger als die Waffen verbringen. Weil einerseits das Holz auch sehr, sehr schnell geht umzusetzen. So. Munition wird dadurch immer günstiger bei uns im Reich. Ich hoffe, dass wir dadurch genug Munition produzieren, um einen Kampf gegen Preußen ausreichend zu würdigen. Und wir haben eine Errungenschaft erlangt. Guck an. Ich merke, dass wenn ich das Spiel so schnell laufen lasse, dass die FPS droppen. Und deswegen würden wir mal sagen, spielen wir ab jetzt nur noch auf Geschwindigkeit 3. Damit wir nicht mehr so durchs Spiel hetzen. Ja, weil so die letzten 4 oder 5 Folgen bestimmt schon sind wir immer sehr, sehr schnell durchs Spiel geflogen. Das ist nicht so gut. Gefällt mir nicht. So, Sprengstoff. Blei. Blei müsste vielleicht auch noch eine weitere Bleimine gebaut werden. Werkzeug und Kohle werden langsam knapp. Einmal das. Wo wird denn Werkzeug hergestellt? Wir könnten natürlich hier oben anfangen, Werkzeug herzustellen.
Läuft hier die Infrastruktur nicht? Oh, wir sollten unsere Zuglinien aktuell eher auf Infrastruktur setzen, sehe ich gerade. Auch wenn dadurch Transporte teuer werden. Aber die Infrastruktur leidet sonst darunter. Plus 20 Infrastruktur. Und die Infrastruktur werden wir subventionieren. Ja, ich brauche nämlich Infrastruktur. Hab ich jetzt 15. Hier wird die Infrastruktur jetzt auch wieder steigen, weil mehr Leute beschäftigt werden und eingestellt werden. Sehr gut. Da ist der Zugang zu den Waren wieder besser. Wir haben schlechte Beziehungen zur Schweiz. Warum? Apropos Beziehungen. Wir sollten mal wieder schauen, dass wir unsere Beziehungen zu den Großmächten dieser Welt verbessern. Vor allem die, die für uns relevant sind. Und zu Ägypten könnten wir auch mal verbessern. Ostindien Company. Ja. Das war's. Wie hoch ist unser Verruf? 19, also immer noch ein bisschen zu hoch. So, unser Bruttoinlandsprodukt liegt jetzt bei 32. Der Preuße liegt bei 23 und den Österreicher bei 36. Wir holen gerade den Österreicher ein. Wenn wir jetzt unsere ganze, also wenn wir das durchbauen, was wir jetzt hier haben, mit Waffen und mit Stahl, dann haben wir den Österreicher eingeholt. Dann sind wir. Wahrscheinlich, wo liegen denn die anderen? Frankreich wahrscheinlich auch höher. 144 Millionen. 130 Millionen. Ja. Wenn ich ganz Deutschland vereine, bin ich wahrscheinlich genauso stark wie England und Frankreich. Großbritannien ist, Österreich ist einfach nur ein kleiner Riese quasi. 60. Nee, ist eine Bevölkerung. BP, also 68? Doch, 146 Millionen. 130 Millionen. Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist natürlich heftig. Und dass der so wenig hat, denke ich mir, liegt daran, dass er hier keinen Zugriff drauf hat. Ansonsten wäre er auch doppelt so groß. Aber gut. Das war's für heute. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.